So, hallo allerseits. Wir haben das letzte Mal begonnen, uns mit wirklich schweren algorithmischen Problemen auseinanderzusetzen. Was das konkret heißt, ich weiß nicht, ich krieg den Ton nicht heute mal wieder. Moment, ich krieg mal wieder den Ton nicht ordentlich hier hin. Ich kann da machen, was ich will. Hat sich was verändert? Nee, keine Ahnung. Also reagiert nicht auf Tonänderungen. Also Sie müssten sich dann schon, Sie sehen ja, Sie haben ja genug Platz. Wenn Sie nicht gut an Ihrem Platz hören können, dann gibt es genug andere Plätze, an denen Sie potenziell näher am jeweiligen Lautsprecher dran sind. Aber ich höre irgendwie, Lautsprecherton ist schon da. Also Sie hören nicht einfach nur meine Stimme im Original, sondern über Lautsprecher, oder? Kann natürlich sein, dass das wieder das Problem ist, was wir schon mal hatten vor einiger Zeit, dass die hinteren Lautsprecher ausgeschaltet sind. Da kann ich nichts steuern, das kann ich höchstens der Multimedia AG Bescheid sagen, wenn das der Fall ist. Hören Sie hinten was? Kommt da von hinten Ton aus den Lautsprechern? Ah, das könnte ich mir vorstellen, ist das Problem. Na gut. Sie wissen, wie Sie das Problem gegebenenfalls lösen können für den Fall, dass Sie das nicht an Ihrem Ort, wo Sie jetzt sind, nicht ausreichend gut hören können. Wir haben das letzte Mal begonnen mit wirklich schweren Problemen. Was das ist, haben wir noch nicht gesagt. Da werden wir uns erst noch hin bewegen. Wir haben uns aber einige schwere Probleme schon mal angeschaut, von denen ich nur behaupte hier jetzt, dass das schwere Probleme sind. Das nehmen Sie erst einmal einfach zur Kenntnis, dass ich das behaupte, im Einvernehmen mit der Wissenschaft. Dieses Problem gegeben ein paar Orte, ein paar Punkte, gesucht ist eine kürzeste Rundtour auf diesen Punkten. Das Rucksackproblem gegeben ist ein Rucksack oder zum Beispiel ein Lieferwagen mit maximaler Zuladung. Sie müssen eine Auswahl treffen von Stücken, die Sie mitnehmen können. Jedes Stück hat ein gewisses Gewicht, einen gewissen Profit und Sie wollen eine Auswahl treffen, sodass die maximale Zuladung nicht überschritten ist und sodass insgesamt das, was Sie an Gesamtprofit von dem, was Sie mitnehmen wollen, maximiert wird. Ein anderes Problem im Bereich Netzwerkdesign, Steinerbaumproblem hatten wir uns beim letzten. Das sind alles Folien, die wir beim letzten Mal intensiv und langsam durchgesprochen haben, was Sie natürlich dann auch immer auf der Vorlesungsaufzeichnung finden. Nur ganz kurz nochmal zum Einstieg. Steinerbaumproblem, gegeben ist ein ungerichteter Graph mit Kantengewichten drauf. Außerdem gegeben ist eine Auswahl. Diese Knubbel hier, eine Auswahl der Knoten des gegebenen Graphen. Und im Gegensatz zum MST, zum Minimalspannbaum, was wir vorher betrachtet haben, geht es jetzt hier nicht darum, alle Knoten miteinander zu vernetzen, sondern nur diese ausgewählten Knoten. Minimalspannbaumproblem ist ein leichtes Problem in dem Sinne, um das es hier geht. Es gibt, wie wir gesehen haben, Algorithmus von Prim, Algorithmus von Kruskal. Es gibt sehr effiziente Algorithmen. Und in dem Moment, wenn man es darauf verallgemeinert, dass nicht alle Knoten, sondern eine beliebige Auswahl von Knoten zu vernetzen ist, in dem Moment wird das Problem schwer. Mengenpackung haben wir auch gesehen. Da war das Beispiel aus der Logistik. Sie wollen einen Lieferservice beispielsweise flächendeckend einrichten. Will ich jetzt nicht nochmal drüber gehen. Bei dem Problem waren wir stehen geblieben, beziehungsweise das war noch das einzige Beispielproblem, was wir beim letzten Mal nicht mehr zeitlich geschafft haben in der letzten Vorlesung. Es gibt Tausende von Problemen, wörtlich Tausende von Problemen, algorithmischen Problemen, von denen man bewiesen hat, dass sie in dem Sinne schwer sind, um den es jetzt hier geht. Es gibt natürlich prinzipiell unendlich viele andere algorithmische Problemstellungen, die
genauso schwer sind, die sich aber noch kein Mensch angeschaut hat. Wir begnügen uns natürlich mit einer kleinen Auswahl. Alles andere geht ja nicht. Es ist ja auch nur ein Thema in der AOD. Man könnte über diese Thematik eine ganze Vorlesungsreihe, 4 Semesterwochenstunden halten und hätte auch, auch nur die wesentlichen Punkte bisher gesagt. Hier schnuppern wir nur rein. Die letzte Problemstellung, ich hatte jetzt die vorhergehenden algorithmischen Probleme immer versucht zu motivieren aus der Praxis, aus praktischen Problemstellungen, in praktischen Problembereichen, in denen diese Problemstellungen auftreten. Solche Problemstellungen, Problembereiche gibt es auch hierfür, aber das wäre wesentlich komplizierter und aufwendiger, zumindest die Beispiele, die mir präsent sind, Ihnen das zu vermitteln. Deshalb werde ich jetzt in diesem Fall darauf verzichten, zu versuchen, da einen Praxisbezug herzustellen und Ihnen das Problem einfach so nennen, so versuchen zu erläutern, wie es sich abstrakt stellt. Es ist deshalb in dieser Liste drin, weil wir darauf später nochmal zurückkommen werden, weil wir daran sehr viel sehen können, weil es dafür sehr gut geeignet ist. So, worum geht es? Wir haben wieder einen ungerichteten Graphen gegeben. Wir haben schon jetzt verschiedene Problemstellungen gesehen, bei denen es um ungerichtete Graphen geht. Jetzt keine Gewichte oder ähnliches. Und was wir wollen ist entweder eine Clique, das sind Knoten, die paarweise miteinander verbunden sind, oder eine unabhängige Menge, das sind Knoten, die paarweise nicht miteinander verbunden sind. Und in dem einen wie anderen Fall wollen wir eine maximale Auswahl finden. Das will ich an einem Beispiel erläutern, an einer kleinen Zeichnung. Sie sehen hier eine Eingabe, einen ungerichteten Graphen. Das, was ich grau unterlegt habe, diese 4 Knoten sind eine Clique, sind paarweise miteinander verbunden. Und das ist auch die größte Clique, die größte Auswahl von Knoten, die paarweise miteinander verbunden sind. Schauen wir uns andere Beispiele hier drin an. Zum Beispiel diese 3 Knoten bilden eine Clique, der ist mit dem, der ist mit dem, der ist mit dem verbunden. Oder diese 3 Knoten oder auch diese 3 Knoten. Auch innerhalb dieser Clique bilden wiederum 3 Knoten eine Clique und auch 2 Knoten, die miteinander verbunden sind, bilden eine Clique. Eine Auswahl von Knoten, die paarweise miteinander verbunden ist, bei 2 Knoten, wenn die durch eine Kante verbunden sind, dann bilden die eine Clique. Sogar jeder einzelne Knoten ist eine Clique. Ja? Eine einelementige Auswahl von Knoten, die paarweise miteinander verbunden sind. Sie kennen das übliche mathematische Terminologie. Dieser Randfall fällt dann, wenn es keine 2 Knoten gibt, die nicht miteinander verbunden sind, und das gibt es bei einem Knoten ja nicht, dann bildet dieser eine Knoten auch eine Clique. Also ein einzelner Knoten ist eine Clique, zwei Knoten, die mit einer Kante verbunden sind, sind eine Clique, so ein Dreieck ist eine Clique, sowas hier ist eine Clique, und dann kann man das Ganze natürlich auch nicht mehr in diesem Beispiel, aber allgemein können Sie sich natürlich leicht Graphen basteln, die größere Klicken enthalten, wo 5 Knoten paarweise miteinander verbunden sind, 6 Knoten, was immer Sie da noch, beliebig viele. So, das ist das eine, die Clique. Wir wollen also in so einem Graphen die größte Clique finden, was in diesem Fall die grau unterlegte ist. Das andere waren die unabhängigen Mengen. Das heißt, bei Klicken müssen die Knoten, die in der Clique drin sind, paarweise miteinander verbunden sein. Bei unabhängigen Mengen müssen die Knoten, die da drin sind, paarweise unverbunden sein. Zum Beispiel, was nehme ich her? Diesen Knoten hier, dieser Knoten und dieser Knoten. Ich habe 4 Knoten ausgewählt. Ja, der da, und der da, die paarweise nicht direkt mit einer Kante verbunden sind, das ist eine unabhängige Menge von Knoten. Und
Hier besteht genauso das Problem wieder darin, eine maximale unabhängige Menge zu finden. So, das sind jetzt die Beispiele, die ich einführend hier bringen wollte. Es gibt noch viele, viele genauso illustrative Beispiele. Es gibt eine ganze Menge von Beispielen, die nicht mehr ganz so illustrativ sind in der Literatur. Das Ganze, wovon wir hier reden, ist Anfang der 70er Jahre konzeptionell entwickelt worden. Und seitdem sind viele, viele Probleme dahingehend untersucht worden, ob sie in unserem Sinne jetzt schwer sind oder nicht. So, jetzt kommen wir langsam zu dem Konzeptionellen. Wir werden jetzt einen komplexen Gedankengang entwickeln, der aus mehreren einzelnen Gedankengängen entsteht, die sich dann schrittweise zusammenfügen zu einem Gesamtbild. Hier gilt vielleicht, bei diesem Thema gilt vielleicht noch mehr als bei anderen Themen, dass die Vorlesung nicht unbedingt bei allen Hörern das leisten kann, dass da ein tiefes Verständnis erreicht wird, sondern dass es notwendig ist, in der Nachbereitung zur Vorlesung, sprich in der Vorbereitung dann auf weiteres, nicht zuletzt zur Prüfung, dann die Dinge dann nochmal intensiv im Selbststudium, selbstverständlich mit unserer Unterstützung, wenn Sie unsere Unterstützung abfragen, dann das Ganze zu einem Gedankengang in Ihrem Kopf formen. Es ist ein grundlegendes, für Informatiker ist das, was ich hier vorstelle, ein Stück, wenn man so will, Allgemeinbildung. Etwas, was man, auch wenn es nicht unmittelbaren praktischen Anwendung, nicht unmittelbar praktische Anwendungen hat, ein wesentliches Stück Hintergrundwissen, was man eigentlich von einem Informatiker, zumindest von einem Informatiker, der an einer wissenschaftlichen, forschungsorientierten Universität studiert hat, dann erwarten würde. So, erstmal die Antwort aus der Praxis, die ist, denke ich, verstehbar, ohne große Gedankengänge drumherum, wobei da doch eine Feinheit drin ist. Also, was steht da? Wenn Sie eins dieser Probleme hernehmen, die wir eben betrachtet haben, ganz kurz eben das TSP oder jetzt eben schneller noch das Clique-Problem, und Sie stellen sich vor, Sie haben dazu einen Algorithmus, der dieses Problem löst. Das heißt also, für jede mögliche Eingabe ein optimales Ergebnis liefert. Zum Beispiel beim Klickenproblem, für jeden beliebigen ungerichteten Graphen als Eingabe in diesem Graphen eine größte Clique findet. Beziehungsweise beim TSP, für jede endliche Menge von Knoten, von Punkten in der Ebene eine kürzeste Rundtour mit euklidischen Längen der Kanten zurückliefert. Sie haben so einen Algorithmus in der Hand. Und was wir wissen werden, ist, dass für diesen Algorithmus, den Sie da haben, dass dann jemand hergehen kann und Beispiele konstruieren kann, Eingaben konstruieren kann, die gar nicht groß sind. Vielleicht beim TSP 50 Punkte, vielleicht 100 Punkte, beim Klickenproblem genauso, vielleicht ein Eingabegraph mit 50 oder mit 100 Knoten. Und dieser Algorithmus, den Sie da in der Hand haben, über den Sie sich so freuen, der wird so viel Laufzeit benötigen auf diesen Beispielen, dass sie nicht einfach nur mal eine Kaffeepause oder eine Zigarettenpause machen können, sondern wenn die Physiker recht haben mit ihren Mutmaßungen über das Ende des Universums, soweit sie mir geläufig sind, dann können sie selbst bei Beispielen mit solcher moderaten Größe schon davon ausgehen, dass der Algorithmus nicht mehr in diesem Universum fertig wird, auch nicht im nächsten, sondern im 2 hoch so und so viel
nächsten Universum vielleicht. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, diese Formulierung, aber ich denke, damit wird die Problematik klar. Ich möchte Sie auf einen wichtigen Punkt hier hinweisen, Quantoren. Hier haben Sie in diesem Satz einen Allquantor für jeden denkbaren Algorithmus. Was heißt denkbar? Naja, einerseits die Algorithmen, die die Menschheit für diese Problemstellung entdeckt hat, andererseits auch Problemalgorithmen, die in diesem Universum möglich sind, aber die die Menschheit bisher noch nicht entdeckt hat. Ich möchte vielleicht noch eine Einschränkung dabei machen. Wir reden hier von Algorithmen implementiert auf Computern, wie Sie sie kennen, auf Computermodellen, wie Sie sie kennen, John von Neumann-Modell und so weiter. Also das, was Sie als Computer kennen. Sie wissen ja vielleicht, es gibt Versuche, Bestrebungen, ganz anders geartete Computer zu entwickeln, Stichwort Quantencomputing, Quantum Computing, Quantencomputer, basierend auf quantenmechanischen Effekten. Für Algorithmen, sollte es mal wirklich passieren, dass ein Quantencomputer gebaut werden kann und darauf dann Algorithmen implementiert werden können, dann wird das so in dieser Form nicht gelten. Durch diese quantenmechanischen Effekte, die dort vielleicht dann ausgenutzt werden können, ist es möglich, sehr viel mehr in Anführungszeichen zu parallelisieren, sehr viele verschiedene Rechnungen parallel auszuführen, was auf dem Rechnermodell, wie wir es haben, nicht in der Form möglich ist. Aber für die Rechnermodelle, die bis auf Weiteres zur Verfügung stehen, die Art von Rechnern, die wir momentan wirklich realistisch sind, gilt diese Aussage. So, gut, aber jetzt zurück zu dem Punkt mit den Quantoren. Wir haben hier einen Allquantor. Für jeden denkbaren Algorithmus gibt es Beispiele. Das heißt, was hier nicht steht, ist, es gibt Beispiele, die jeden denkbaren Algorithmus Schwierigkeiten machen. Also es gibt nicht einen Satz von Beispielen, die allen Algorithmen Schwierigkeiten machen, sondern umgekehrt, für jeden Algorithmus gibt es jeweils für diesen Algorithmus spezifisch Beispiele, die diesem Algorithmus Schwierigkeiten machen. Das ist alles nicht konstruktiv. Es ist nicht unbedingt einfach, diese Beispiele tatsächlich zu finden. Wir wissen nur, es gibt sie. Das ist die praktische Seite. Wir werden dann dieses Foliensatzes, dieses Videos ist das, was es mathematisch heißt, dass diese Problemstellungen schwer sind. So schwer, dass das hier leider die traurige Botschaft ist. Aber das Problem an der Sache ist natürlich, wir können diese Art von algorithmischen Problemstellungen, die so schwer sind, nicht ignorieren. Ja? Denken Sie an die Beispiele, die ich letztes Mal hier genauer besprochen habe, die Problemstellungen, wo ich jetzt noch mal kurz durchgegangen bin. Das sind ja richtig praktisch wichtige, grundlegende Problemstellungen, die in unzähligen vielen Anwendungen, in unzähligen vielen realen Optimierungsproblemen in allen Bereichen auftreten, egal ob in der Technik oder in der Betriebswirtschaft oder wo auch immer. Oder auch innerhalb der Informatik, im Netzwerkdesign beispielsweise, bei Steinerbaum. Wir müssen mit diesen Problemstellungen trotzdem irgendwie umgehen. Und das nächste und letzte Kapitel der Vorlesung wird ein paar kleine praktische Einführungen geben, ein paar praktische Beispiele, wie man damit umgehen kann mit solchen Problemstellungen. Und wenn Sie das Thema darüber hinaus interessiert, wenn ich Sie mit meinem Vortrag hier nicht von diesem Thema abschrecken werde, dann kann ich Sie nur einladen, jedes Wintersemester halte ich die Veranstaltung Optimierungsalgorithmen ab, wo es genau um diesen Punkt geht, der jetzt hier
gelb bzw. schmutzig-grün unterlegt ist. Wie man das trotzdem bestmöglich mit diesen schweren Problemen umgehen kann. So. Damit sind alle Vorreden soweit gesagt. Es gibt keine Entschuldigung mehr, jetzt noch die mathematische Seite länger auf die Bank zu schieben. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe mir als Grundlage ein Lehrbuch hergenommen von Autoren Corman, Leises und Rivest, wo das Ganze schon sehr, sehr entschärft dargestellt wird. Und ich habe mir die Skrupellosigkeit herausgenommen, diese Darstellung noch deutlich stärker zu entschärfen, sodass ich guter Dinge bin, dass ich da eine Art und dass ich diese Themenstellung in einer Form hier einführen kann, die für Studierende im zweiten Fachsemester, die nicht alle begeistert von Mathematik und formalen Grundlagen der Informatik sind, aller Erfahrung nach doch ein gangbarer Weg sind, eine gangbare Einführung. So, Ansatz aus der Theorie. Also wir reden jetzt über einen Kernpunkt der theoretischen Informatik. Zunächst einmal der Ansatzpunkt ist überhaupt, sagen wir so, man ist bescheiden. Man ist bescheiden. Es wäre ja schon viel gewonnen, wenn man einen Algorithmus hätte, der wenigstens irgendwie polynomial wäre. Was heißt das? Das heißt, wir haben mehrere Abschätzungen gesehen in der Form n hoch 1, n hoch 2, n hoch 3, wir haben sogar n hoch 4 gesehen bei Bellman-Ford. Und das sind polynomielle Abschätzungen. N hoch irgendeine Konstante. Das kann man weiterdenken, n hoch 5, n hoch 6, n hoch 1 Million, n hoch 1 Milliarde. Ja, also mit polynomieller Komplexität, das ist schon etwas sehr, sehr Bescheidenes, darüber nachzudenken, ob es überhaupt einen Algorithmus für so eine Problemstellung gibt. Denken Sie an so eine Problemstellung wie das TSP oder eben das Klickenproblem oder unabhängige Mengenproblem. Ob es überhaupt einen Algorithmus gibt, der für irgendeinen Exponenten eine N-Hochkomplexität hat. N hoch k. K gleich 1 Million, 1 Milliarde, 1 Billion für irgendwas. Ja, das ist ein extrem bescheidenes Ziel, denn Sie können sich vorstellen, dass das fast beliebig stark wächst, wenn Sie sich vorstellen, wie eine Funktion n hoch 1 Million wächst. Ja? Und selbst das, warum beschäftigt man sich damit? Weil selbst das nicht möglich ist. Nicht unbedingt möglich ist. So, also selbst das hat man bisher noch nicht gefunden. Man hat noch für keinen dieser Problemstellungen hat man auch nur einen Algorithmus gefunden, der mit irgendeinem Exponenten polynomielle Komplexität im Worst Case hat. Ja, also man steht wirklich mit, wenn es darum geht, eine asymptotische Abschätzung zu finden für den Worst Case, für einen Algorithmus, der wirklich jede Eingabe exakt optimal löst. Wenn es darum geht, für jede mögliche Eingabe wirklich absolut optimale Lösung zu finden, dann ist man hier nicht selbst an dieser kleinen Hürde schon gescheitert bisher.
Wobei, und weil man immer wieder versucht hat und immer wieder daran gescheitert ist, hat man sich irgendwann mal die Frage gestellt, vielleicht geht das ja gar nicht. Vielleicht gibt es ja für diese algorithmischen Problemstellungen, für das DSP, für das Steinerbaum-Problem, für das Rucksackproblem und so weiter. Vielleicht gibt es ja nicht einmal das, nicht einmal einen Algorithmus mit irgendwie polynomieller Komplexität. Und aus diesem Gedanken entstand diese ganze Theorie, nennt sich übrigens Komplexitätstheorie. Unter dem Namen finden Sie das in der theoretischen Informatik. So, aber die Leute haben sich interessante Gedanken dazu gemacht und sind auf einen Trichter gekommen, wie man das Ganze tatsächlich fassen kann, wie man tatsächlich die Problemstellung, von denen ich hier gesprochen habe, die schwer sind, wie man die versuchen kann zu fassen. Wir haben jetzt angefangen mit der Entwicklung dieses komplexen Gedankenganges, der aus mehreren Gedankengängen besteht, wie ich das sagte, die so nach und nach zusammenkommen. So. Auf diesem Punkt, das ist einer der wesentlichen Punkte in dem Gedankengang, dass man herausgefunden hat, man kann das Ganze theoretisch greifen, wenn man sich nicht anschaut, ob die Problemstellungen in polynomieller Zeit lösbar sind, sondern wenn man ein wesentlich bescheideneres Ziel sich anschaut, nämlich wenn man zu einem gegebenen Input, ja, zu gegebenen Punkten in der Ebene eine Lösung hat, woher auch immer, wie weit man das dann in polynomialer Laufzeit verifizieren kann. So, also nochmal zunächst mal zurück. Die grundlegenden Sachen. Erst einmal, ich rede die ganze Zeit von polynomialer Komplexität oder polynomialer Laufzeit. Das, was jetzt gelb unterlegt ist, ist etwas, was Ihnen aus der AOD vertraut sein müsste, nur nochmal zusammen formuliert. Ja. Wir haben es noch nicht in dieser Form kompakt. Doch, wir haben es sogar schon so ähnlich formuliert, aber nur nochmal zur Erinnerung. Denken Sie an Algorithmen auf Graphen, kürzeste Wege oder ähnliches, Algorithmus von Dijkstra. Da haben wir die asymptotische Komplexität in zwei Parametern gemessen, die Anzahl der Knoten und die Anzahl der Kanten. Beides war wichtig, um die Komplexität des Algorithmus zu bestimmen. Denken Sie an String Matching ganz zu Anfang. Da haben wir einen großen String und einen kleinen String gehabt. Und sowohl die Länge des großen Strings als auch die Länge des kleinen Strings, das waren zwei Parameter gewesen, die in die asymptotische Komplexität eingegangen sind. Logischerweise, ja, wenn der große String größer wird, dauert der ganze Algorithmus länger. Wenn der kleine String größer wird, dauert der Algorithmus ja vielleicht auch ein bisschen länger. Wir haben sogar noch einen dritten Parameter dabei gehabt, nämlich die Größe des Alphabets. Zumindest bei dem komplizierteren String-Matching-Algorithmus war das so. Je größer das Alphabet ist, umso mehr Laufzeit, umso mehr asymptotische Komplexität haben wir da drin. Andererseits haben wir auch Problemstellungen gehabt, bei denen nur ein Parameter notwendig war. Also denken Sie an nochmal kürzeste Pfade, Bellman-Ford. Da hatten wir n hoch 4, n die Anzahl der Knoten. Da hatten wir nicht die Kanten gebraucht. Es reicht, hat ein Parameter zur Beschreibung des Inputs gebraucht, nur benötigt, um die Komplexität anzugeben. Wir müssen uns aber so, wir müssen davon wegkommen, ja? Wir müssen uns die ganze Sache vereinfacht vorstellen. Und da stört uns, dass wir ein oder mehrere Input-Parameter haben, die bei der einen Problemstellung Anzahl Knoten, Anzahl Kanten sind, bei der anderen Problemstellung Länge großer String, Länge kleiner String und so weiter und so fort. Was wir brauchen für weitere Betrachtungen, denn wir gucken uns jetzt nicht eine Problemstellung an wie String Matching, sondern wir gucken uns jetzt sozusagen eine große Menge von Problemstellungen an und brauchen so etwas wie einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner ist die Inputgröße.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Graphen. Was ist die Inputgröße? Im Prinzip ist die proportional zur Anzahl Knoten, Anzahl Kanten. Passt. Beim String Matching, was ist der Input? Der große String und der kleine String. Wir müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass, oder wir müssen uns nicht, ich will es nur erwähnen, wir brauchen uns da nicht großartig auseinandersetzen, dass wir ja auch Zahlen drin haben. Ja, wir haben zum Beispiel bei kürzesten Faden haben wir Kantenlängen. Und wenn wir jetzt, wir haben im Maschinenmodell, wenn Sie Datentyp int oder long betrachten, haben wir natürlich eine Begrenzung, wie groß die Zahlen sind. Haben wir nie thematisiert, weil in den Anwendungskontexten, die wir betrachtet haben, ist es kein Problem. Zumindest mit Datentyp long, sowas wie Navi beispielsweise, im Datentyp long alle Zahlen, die vorkommen können, abzubilden. Aber wenn wir uns das jetzt allgemeiner betrachten, wenn wir auch beliebig große Zahlen zulassen, die ganze algorithmische Problemstellung, kürzeste Pfade, sagt ja nicht, dass die Kantenlängen in den Datentyp int oder in den Datentyp long passen sollen, sondern prinzipiell können da beliebig große Zahlen hinkommen. Das würde man in Java etwa realisieren durch die Klasse BigInteger. Und wenn Sie sich das genau angucken, Ihr Vorwissen gegebenenfalls aus Rechenorganisation technische Informatik auch hernehmen, soweit Sie da aus diesen Veranstaltungen Vorwissen haben, dann stellen Sie fest, beziehungsweise aus der Schule vielleicht auch, diese Zahlen, um eine Zahl etwa im Binärcode zu kodieren, braucht man so viele Bits, das gerade logarithmisch ist. Ja, die Zahl 1000 zu kodieren, brauchen Sie im Binärsystem 10 Bits, Zweierlogarithmus von 1000, aufgerundet, weil ja 2 hoch 10 1024 ist. Im 10er-System brauchen Sie 3 Ziffern, aber wir sind hier immer bei Bits, also beim Binärcode. Sie brauchen für die Zahl 1010 Bits, um die zu kodieren, für alle Zahlen bis zur Zahl 1000. Für alle Zahlen bis zur Million brauchen Sie 20 Bits, für alle Zahlen bis zur Milliarde brauchen Sie 30 Bits und so weiter und so fort. Sie brauchen so viele Bits, wie der Logarithmus der Zahl jeweils ist. Das heißt, Zahlen, die Kodierung einer Zahl hat logarithmische Größe. Sollten wir im Hinterkopf behalten. Andere elementare Variable, wie zum Beispiel Character oder Boolean, ja, das ist es im Wesentlichen, nicht? Gibt es neben Zahlen und Character und Boolean noch irgendwelche elementaren Datentypen in irgendwelchen Programmiersprachen? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, die haben eine beschränkte Größe. Ja, Character, da macht es Sinn, von einer beschränkten Größe auszugehen. Character ist beispielsweise in Java kodiert durch den sogenannten Unicode. Das sind 16 Bit. Wir betrachten hier immer alles, wie immer bei Komplexität, konstante Faktoren lassen wir unter den Tisch fallen. Das heißt, 16 Bit ist so viel wie ein Bit. Und wenn Sie, so haben wir das ja immer gemacht bei den konkreten Abschätzungen asymptotischer Komplexität bei den verschiedenen Algorithmen, wenn wir da eine Eingabesequenz haben, dann zählen wir die natürlich nach ihrer Länge. Wenn wir zum Beispiel ein Array von Arrays haben, müssen wir dann natürlich entsprechend nicht nur die Länge dieses Arrays hernehmen, sondern eben berücksichtigen, dass jede einzelne Komponente dieses Arrays wieder ein Array ist. Da müssten wir entsprechend die Längen dieser einzelnen Arrays aufsummieren, um die Inputgröße zu bekommen. So,
nehmen Sie das erst einmal so hin. Wir brauchen, das ist der Punkt, wir brauchen einen gemeinsamen Nenner für diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die Sie gesehen haben, wie man auf Basis von Parametern, die die Größe des Inputs beschreiben, asymptotische Komplexität ausdrücken kann. Und dieser gemeinsame Nenner ist eben die Inputgröße. So, jetzt etwas, was hoffentlich, was zwar auch sehr abstrakt ist, ein weiterer Gedanke, der zwar auch abstrakt ist, aber hoffentlich relativ leicht aus sich heraus verständlich ist. Machen Sie sich klar, bei algorithmischen Problemen haben wir verschiedene Arten von Problemstellung, grundlegend verschiedene Arten, die in grundlegend verschiedenen Kontexten auftreten. Wir haben zum Beispiel Entscheidungsprobleme, wo einfach ein Ja oder ein Nein rauskommen soll. Also beispielsweise Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt. Wissen Sie, ist ein kompliziertes Problem, wo man nicht von vornherein sagen kann, dass eine Lösung herauskommen kann, ohne dass man da vielleicht wieder wie vor ein paar Jahren die Kinos in Darmstadt zusätzlich hinzubuchen muss oder Zelte irgendwo aufbauen muss. Das war mal, als es große Umbaumaßnahmen gab, war das mal die Situation vor ein paar Jahren, noch vor der Zeit der meisten von Ihnen. Ja, also allein schon die Frage, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, alle Lehrveranstaltungen unterzubringen? Ja, nein. Das ist ein Entscheidungsproblem, wo Ja oder Nein herauskommt. Oder denken Sie an andere Anwendungssituationen im Aktienhandel oder ähnliches. Soll ich jetzt diese Kaufoption tätigen? Ja oder nein? Solche Dinge, Entscheidungen. Ja, Computer treffen an vielen verschiedenen Stellen eine binäre Entscheidung, dass sie Ja oder Nein sagen und dann passiert irgendwas. Entweder der Mensch gehorcht und macht Ja oder Nein oder es hat einen Effekt auf andere Software, dass die dann das Ja oder Nein ausführt. Das ist ein Entscheidungsproblem. Konstruktionsproblem ist, wenn wir uns nicht mit der Information zufrieden geben, ob es eine zulässige Lösung gibt oder nicht. Oder mit der Entscheidung zufrieden geben, ja, ich soll das tun, nein, ich soll das nicht tun. Wieder Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt. Natürlich, wenn Sie der Verantwortliche sind, der hier die Stundenpläne mithilfe der Software erstellen soll, dann reicht es Ihnen natürlich nicht, wenn die Software Ihnen sagt, ja, es gibt eine Lösung. Oder? Würde Ihnen das reichen? Sie hätten nicht allzu viel davon, nicht? Gut, wenn die Software sagt, nein, es gibt keine Lösung, dann wissen Sie natürlich ein bisschen mehr. Dann wissen Sie, dass Sie irgendwelche Maßnahmen treffen müssen. Aber was Sie natürlich eigentlich wollen, ist, wenn es eine Lösung gibt, dass dann irgendeine Lösung tatsächlich ausgegeben wird. Ja, es kann, natürlich gibt es beim Thema Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt, gibt es natürlich mehrere Lösungen, viele Lösungen potenziell, die sich in kleinen Details voneinander oder vielleicht auch in großen Details voneinander unterscheiden. Aber irgendeine Lösung reicht, nämlich irgendeine Platzierung der Lehrveranstaltung in Zeiten und Räume. Ja, mehr kann man nicht erwarten. Dann noch irgendwelche Unterscheidungen zu treffen, dass die eine Lösung besser ist als die andere und wir wollen eigentlich eine bessere Lösung haben. Da die Problemstellung, überhaupt irgendeine Lösung zu kriegen, ist schon schwierig genug, dass man da eigentlich nicht mehr drauf hoffen kann, mehr als das zu finden. Aufzählungsprobleme sind meistens sind nicht so häufig, dass es nicht ausreicht, eine Lösung zu finden, sondern wir wollen alle Lösungen finden. Das ist immer dann von Bedeutung, wenn noch
hinterher der Mensch vielleicht drüber schauen will und aus allen Lösungen, die es gibt, die auswählen will, die ihm jetzt am besten passt. Ja, also sie wollen, das könnte man sich ja auch vorstellen bei Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt, sie wollen als menschlicher Endentscheider, als als der Entscheider, der die letztendliche Auswahl zu treffen hat, wie die Stundenplan aussehen soll, dass sie sich von der Software eben alle oder zumindest viele Lösungen geben lassen und daraus dann durch Augenschein die Lösung hernehmen, die ihnen am besten erscheint. Ja, wenn in der automatischen Generierung, in der automatischen Generierungssoftware für Stundenpläne nicht alle Informationen abgebildet ist oder abbildbar ist, die Sie als menschlicher Entscheider da noch haben, dass Sie dann wissen, naja, wenn ich wirklich die Veranstaltung von Professor Weyer auf den Sonntag lege, dann steigt er mir aufs Dach und das ist besonders unangenehm, aber wenn ich stattdessen lieber die Vorlesung vom Professor X auf den Sonntag lege, der ist handzahm, das ist okay, ja, Sie verstehen, worauf ich hinaus will, irgendwelches weiteres Wissen, das nicht in der Software abgebildet ist, beziehungsweise abbildbar ist. Das ist jetzt ein bisschen flapsiges Beispiel gewesen, aber solche Sachen tauchen häufig auf. Denken Sie an das, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal gesprochen habe, wir haben seit über 20 Jahren eine Kooperation mit der Deutschen Bahn zum Thema Qualität von Fahrplanauskünften. Da haben Sie bei Fahrplanauskünften der Deutschen Bahn oder anderer Anbieter haben Sie genau die Situation, Sie bekommen eine Menge von Vorschlägen, nicht nur einen Vorschlag, sondern eine Menge von Vorschlägen, weil das System natürlich nicht wissen kann, was Ihre persönlichen Präferenzen sind. Ja, das System kann nicht wissen, ob Sie es eilig haben, also dass die Fahrzeit Ihre ausschlaggebende Präferenz ist, oder ob Sie möglichst Geld sparen wollen, das heißt der Fahrpreis ist Ihre Präferenz, oder ob Sie sich mit drei Koffern abschleppen und deshalb es lieber ein bisschen bequem haben wollen, nicht so viele Umstiege, und wenn es schon ein Umstieg unvermeidlich ist, dass Sie dann halt wenigstens eine Mindestzeit haben, um in Ihren drei Koffern von einem Bahnsteig zum anderen zu kommen. Beziehungsweise es gibt auch nicht diese drei Profile typischerweise in Reihenform, sondern jeder Mensch wird eine Balance von Präferenzen haben, dass ihm die Fahrzeit, der Fahrpreis sehr wichtig ist. Aber nicht um jeden Preis, nicht um den Preis, dass die Fahrzeit dann 3 Stunden länger ist oder solche Sachen. So, und das letzte ist Optimierungsprobleme. Wir haben mehrere Optimierungsprobleme gesehen. Wir könnten einen Pfad von A nach B im Navi eine beliebige Straßenverbindung herauskriegen wollen. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eine kürzeste Straßenverbindung rauskriegen. Wir wollen von Darmstadt nach Frankfurt, das war ja mein Beispiel, wir wollen von Darmstadt nach Frankfurt nicht über Kapstadt und Singapur fahren, sondern wir wollen ganz gezielt über die A5 oder was direkt von Darmstadt nach Frankfurt kommen. Oder minimal spannende Bäume. Immer dann, wenn es um Minimierung oder Maximierung irgendeiner Kennzahl geht. Minimierung von irgendetwas, was im weitesten Sinne ein Kosten sind. Maximierung von irgendwas, was im weitesten Sinne Profite sind. Ja, beim Rucksackproblem hatten wir Profite. Jedes Stück, das wir mit in den Rucksack packen, gibt uns einen kleinen Profit. Und alle Stücke, die wir ausgewählt haben, zusammen, gibt uns den Gesamtprofit, den wir maximieren wollen. Kosten, beispielsweise beim Minimalspannbaumproblem, jede Kante hat ein Gewicht als Kosten und wir wollen einen spannenden Baum haben, bei dem die Summe der Gewichte, der Kosten auf den einzelnen Kanten, die in dem Spannbaum drin sind, minimiert ist. So, das sind die verschiedenen Probleme,
die sich natürlicherweise so ergeben. Entscheidungsproblem, Konstruktionsproblem, Aufzählungsproblem, Optimierungsproblem. Warum beschäftigen wir uns damit? Wir beschäftigen uns deshalb damit, weil wir einen Schritt machen, dass wir uns nur noch mit Entscheidungsproblemen ablagen müssen. Entscheidungsprobleme sind einfacher strukturiert, gehen wir nochmal zurück. Entscheidungsprobleme sind einfacher strukturiert in gewisser Weise als die anderen Probleme, weil wir wissen, der Output ist so einfach, wie es nur irgend möglich geht. Ein einzelnes Bit. Einfacher geht's nicht. Das heißt also, wenn wir hier mit einem komplexen Thema zurande kommen, ist es klug zu versuchen, sich die einfachstmögliche Form einer algorithmischen Problemstellung herzunehmen. Und das ist eben das Entscheidungsproblem. Ja, die unterscheiden sich alle durch den Output. Hier ein einzelnes Bit, hier eine Lösung oder die Information, dass es keine Lösung gibt. Hier alle Lösungen und hier nicht irgendeine Lösung, sondern eine spezielle, eine möglichst gute Lösung. So, und deshalb versuchen wir, wenn wir es mit Konstruktionsproblemen und Optimierungsproblemen zu tun haben, das auf ein Entscheidungsproblem zurückzuführen. Das ist im Fall eines Konstruktionsproblems ganz einfach. Also wieder Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt als Beispiel. Das Konstruktionsproblem ist entweder einen funktionierenden Stundenplan soll die Software rausgeben oder die Information, dass es keinen funktionierenden Stundenplan gibt. Das Entscheidungsproblem dazu ist eben das eine Bit, das einem sagt, es gibt eine Lösung, es gibt keine Lösung. Daraus können wir ein Konstruktionsproblem ableiten. Aus dem Konstruktionsproblem haben wir ein Entscheidungsproblem abgeleitet. Aus dem Optimierungsproblem wiederum können wir ein Konstruktionsproblem ableiten, nämlich, dass wir, was nehme ich als Beispiel? Nehme ich wieder das TSP. Ja, Sie erinnern sich ganz am Anfang dieser Vorlesung heute. Gegeben sind endlich viele Punkte in der Ebene. Gesucht ist eine möglichst kurze Rundtour auf denen. Ein möglichst kurzer, geschlossener Streckenzug auf diesen Eingabepunkten. Das ist ein Optimierungsproblem, ja? Möglichst kurz. Immer wenn Sie von möglichst reden, möglichst kurz, möglichst lang, möglichst billig, möglichst teuer, immer wenn Sie von möglichst reden, dann haben Sie ein Optimierungsproblem. Etwas, wo Sie eine Kennzahl, wie gesagt, minimieren oder maximieren wollen. Und wenn ich jetzt dieses TSP hernehme, dann ist das zugehörige Konstruktionsproblem, das davon abgeleitet ist auf diese Art und Weise, dann ist dieses zugehörige Konstruktionsproblem so, dass wir uns die Frage stellen, gibt es eine Rundtour auf den Punkten, die höchstens 1000 Kilometer lang ist? Also stellen Sie sich wieder vor, Sie haben Städte mit den Straßenverbindungen in ganz Deutschland. Sie wollen alle großen Städte abklappern. Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln, Darmstadt ist natürlich auch eine große Stadt und so weiter. Sie wollen so und so viele große, die 50 größten Städte von Deutschland abklappern und Sie stellen sich die Frage, gibt es eine Rundtour darauf, auf der ich höchstens 1000 Kilometer unterwegs bin. Ich habe 1000 Kilometer jetzt einfach so aus dem Bauch raus genannt. Sie können natürlich auch 2000 oder 10.000 oder was auch immer sagen. Ist egal. Sie bekommen diese Städte und Sie bekommen die Zahl 1000. Das ist ein zusätzlicher Input und das Konstruktionsproblem ist eine
Verbindung zu suchen, irgendeine Verbindung zu suchen, die höchstens 1000 Kilometer lang ist. Warum machen wir diesen ganzen Fez? Folgende Beobachtung dabei. Eine Argumentation, die wir schon mal bei der Unterschranke für das Sortieren beim letzten Mal hatten. Wenn Sie sich das hier angucken, Konstruktionsproblem zu Entscheidungsproblem, ja, nehmen wir wieder Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt. Wenn Sie das Konstruktionsproblem gelöst haben, wenn Sie einen Algorithmus haben, der das Konstruktionsproblem löst, das heißt also entweder einen funktionierenden Stundenplan oder die Information, nein, es gibt keinen Stundenplan, es geht nicht, es ist zu eng. Wenn Sie so einen Algorithmus haben, der das Konstruktionsproblem löst, dann löst der automatisch das Entscheidungsproblem auch, ja? Denn wenn die Ausgabe des Algorithmus für das Konstruktionsproblem ist, dass das und das die Lösung ist, dann ist das Ergebnis des Entscheidungsproblems ja. Wenn die Ausgabe des Konstruktionsproblems ist nein, es gibt keine Lösung, dann ist die Ausgabe des Entscheidungsproblems eben nein. Das heißt, mit dem Konstruktionsproblem haben Sie automatisch, ohne groß noch was dazu zu tun, automatisch auch das Entscheidungsproblem gelöst. Und genauso hier, wenn Sie einen Algorithmus haben, der das Optimierungsproblem löst, der also auf den 50 größten Städten von Deutschland die absolut kürzeste Rundtour findet, mit den geringsten Kilometerzahl, dann haben Sie automatisch auch die Frage beantwortet, ob es eine Rundtour mit weniger als 1000 Kilometern gibt. Ja, Sie gucken sich einfach die kürzestmögliche an. Hat die weniger als 1000 Kilometer? Dann ist das eine Lösung für das Konstruktionsproblem, eine Rundtour mit weniger als 1000 Kilometern zu finden. Oder die kürzestmögliche Rundtour hat mehr als 1000 Kilometer. Dann wissen Sie, wenn die kürzestmögliche Rundtour mehr als 1000 Kilometer hat, dann muss das Ergebnis beim Konstruktionsproblem ein Nein sein. Es gibt keine Lösung. Es gibt keine Lösung mit weniger als 1000 Kilometer. Das heißt, hier das Konstruktionsproblem ist mindestens so schwer wie das Entscheidungsproblem. Das Optimierungsproblem ist mindestens so schwer, so aufwendig zu lösen wie das Konstruktionsproblem. Und das ist der Grund, warum wir uns auf Entscheidungsprobleme konzentrieren können. Wenn wir es hinkriegen, und wir werden es hinkriegen, wenn wir es hinkriegen, dass wir schon für diese ganzen Probleme, die ich Ihnen genannt habe, TSP und so weiter, schon für das abgeleitete Entscheidungsproblem feststellen können, dass es schwer ist, dann ist erst recht das ursprüngliche Optimierungsproblem oder Konstruktionsproblem schwer. Was wir jetzt hier machen, ist elementare Sprachlogik in vielleicht ungewohnter Form. Wenn, ja, wir haben hier nichts mit Mathematik oder so zu tun. Wenn wir feststellen, dass die Frage schon schwer ist, sprich sehr aufwendig algorithmisch zu lösen ist, mit viel zu viel Aufwand algorithmisch zu lösen ist, dass wir die 50 größten Städte mit weniger als 1000 Kilometern, nein, Entschuldigung, dass wir die 50 größten Städte mit weniger als 1000 Kilometer abklappern können. Wenn diese Fragestellung schwer ist, dann ist die Fragestellung, ja, was ist denn nun die kürzeste mögliche Rundtour? Dann ist die erst recht schwer. Sie kann nicht leichter sein als diese Entscheidungsfragestellung. Völlig unmöglich, weil wir festgestellt haben, dass das Optimierungsproblem, wenn wir das Optimierungsproblem lösen können, haben wir das Entscheidungsproblem automatisch mitgelöst. So. Schauen Sie sich das gegebenenfalls
danach nochmal an. Sie haben das ja auch, die Vorlesungsaufzeichnung, Sie haben auch das Video dazu. Ich muss zu einem nächsten Gedanken kommen, der damit nicht im direkten Zusammenhang steht. Vielleicht nochmal zurück. Ausgangspunkt war, es ist unklar, ob überhaupt ein Algorithmus, also bis jetzt hat man für keine dieser schweren Problemstellungen überhaupt nur einen Algorithmus gefunden, der irgendwie polynomielle Komplexität hat und ist dadurch zu dem Gedanken gekommen, naja, vielleicht kann man ja einsehen, dass es solche Algorithmen gar nicht gibt, dass diese Probleme so inhärent schwer sind, dass es nicht mal dass diese Problemstellungen so inhärent schwer sind, dass man nicht mal Algorithmen von polynomialer Komplexität finden kann in diesem Universum. Dass man dann sagt, okay, wir verifizieren da irgendwas, in dem Fall, dass es tatsächlich eine zulässige Lösung gibt. Und dieses Verifizieren, das ist jetzt der nächste Punkt, den wir ansprechen müssen. So, hier Zertifikate. Zertifikate sind etwas Allgemeines, was jeder Informatiker wissen muss, was das ist. Und wir verwenden den Begriff auch ziemlich genau so, also eigentlich schon so, wie der Begriff Zertifikat allgemein verwendet wird. So, vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt das im Allgemeinen angucken, zwei Beispiele erstmal hernehmen. Eine Checksumme. Sie haben sehr, sehr häufig, wenn Sie Daten übertragen oder wenn Sie beispielsweise irgendwo Daten hinterlegen, haben Sie häufig das Problem, Sie können nicht garantieren, dass diese Datenübertragung, dass die hundertprozentig korrekt ist. Ja, das kann anfangen bei menschlichen Fehlern, jemand tippt das ein und macht dabei Fehler, bis hin dazu, dass die Datenübertragung, die elektronische Datenübertragung selbst falsch ist. Ja, keine elektronische Datenübertragung ist hundertprozentig sicher. Also sicher in dem Sinne, dass da nicht auch mal Übertragungsfehler passieren. Und deshalb ist es typisch, dass man Zertifikate an die Daten ranhängt. Das sehen Sie zum Beispiel bei irgendwelchen Nummerierungen, beispielsweise die ISBN eines Buches. Ja, auf jedem Buch sehen Sie eine ISBN aufgedruckt, eine eindeutige Kennung dieses Buches. Da ist eine Ziffer dabei, das ist die Checksumme. Und nur wenn die Aufsummierung aller Werte genau mit dieser Checksumme genau das erwartete Ergebnis entspricht, nur dann geht man davon aus, dass die Datenübertragung richtig war. Ein anderes schönes Beispiel ist die IBAN, IBAN. Sagt Ihnen das was? Sollte Ihnen was sagen, als erwachsene Menschen. Also im europäischen Raum die eindeutige Kennung eines Bankkontos bei irgendeiner europäischen Bank. Ich weiß nicht, wie weit Sie wissen, wie die IBAN aufgebaut ist. Sie haben erstmal zwei Buchstaben Länderkennung, also DE bei Deutschland. Dann überspringe ich jetzt mal kurz zwei Ziffern. Dann kommt die bei deutschen Banken die Bankleitzahl. Hinten kommt Ihre Kontonummer und dazwischen mit Nullen aufgefüllt. Nicht? Das kennen Sie doch. Und die ersten zwei Ziffern, die ich eben übersprungen habe, die ersten zwei Ziffern nach der Länderkennung ist die Checksumme. Und das können Sie auch zum Beispiel in der Wikipedia nachlesen, wie die Checksumme gebildet wird. Die Logik ist immer dieselbe bei so etwas wie einer Checksumme. Sie haben einen Algorithmus, der sich die eigentlichen Daten hernimmt, ja, die ganzen Zahlen, die in der Bankleitzahl und in dem Kontonummer drin sind und auf eine bestimmte Art und Weise mathematisch verarbeitet zu, in diesem Fall, zwei Ziffern, zu einer Zahl, glaube ich, zwischen 1 und 97, wenn ich mich recht entsinne. Diese Zahlen können als Checksumme, glaube ich,
vorkommen oder 0 bis 97, weiß ich jetzt nicht genau, können Sie in der Wikipedia genau nachlesen. Und wenn Sie jetzt irgendwo die IBAN bekommen zu irgendeinem Konto, dann können Sie sich die echten Daten hernehmen, also alles, was ab Position 5 ist, sind die echten Daten, können denselben Algorithmus anwenden und können feststellen, ist das Ergebnis gleich dem, was als Checksumme übermittelt worden ist, oder ist es nicht gleich dem, was als Checksumme übermittelt worden ist. Wenn ja, gehen Sie davon aus, dass die Übertragung richtig war. Wenn nein, wissen Sie definitiv, dass irgendwas an der Übertragung falsch war. Dass entweder irgendwas in den echten Daten falsch übertragen worden ist oder die Checksumme falsch übertragen worden ist oder beides. Irgendein Übertragungsfehler muss passiert sein. Das bedeutet aber auch, dass eine korrekte Übertragung, also es ist Beweis, wenn die Checksumme falsch ist, dann ist bewiesen, unbezweifelbar bewiesen, dass die Übertragung falsch war. Aber wenn die Checksumme richtig ist, dann gehen Sie davon aus, dass die Datenübertragung richtig war, aber hundertprozentig sicher können Sie sich da nicht sein. Denn theoretisch haben Sie eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 ungefähr, 1 zu 97 oder 98 oder so etwas, dass die Checksumme zufälligerweise doch richtig ist, obwohl die Datenübertragung falsch war. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, denn der Algorithmus, der die Checksumme berechnet für die IBAN, ist so aufgebaut, dass die typischen Fehler, die man so macht, zum Beispiel beim Eingeben mit der Tastatur oder auf dem Überweisungszettel, dass diese typischen Fehler auftreten werden durch eine falsche Checksumme. Ja, was machen Sie? Was kann so typischerweise Falsches passieren? Sie können eine falsche Ziffer eingeben. Ja, wenn Sie zum Beispiel die IBAN von irgendwo ablesen, können Sie anstelle der 6 eine 0 oder anstelle der 0 eine 6 schreiben. Sie können zwei Ziffern vertauschen oder ähnliches. Ja, die typischen Fehler, die man so macht, wenn man Zahlen eingibt. Diese Fehler schlagen sich schon nieder in einer falschen Checksumme. Das wäre ja auch böse, wenn ansonsten jede hundertste Falschübertragung nicht entdeckt würde. Aber es gibt das Restrisiko, dass doch die Checksumme richtig ist, dass die Datenübertragung als richtig angesehen worden ist und trotzdem war sie falsch. Dieses Restrisiko lässt sich natürlich beliebig minimieren, indem Sie diese Checksumme immer weiter aufblähen, aber dieses Restrisiko lässt sich niemals ganz auf Null reduzieren. Anderes Beispiel sind öffentliche Schlüssel für Signaturen, Stichwort Kryptographie. Zum Beispiel ja eben die elektronische Signatur. Sie nehmen den öffentlichen Schlüssel her und stellen mit dem fest, ja, die Unterschrift ist echt oder nein, die Unterschrift ist nicht echt. Die Unterschrift ist tatsächlich von dem sie angeblich sein soll, oder sie ist nicht von dem. Und da haben Sie genau dieselbe Situation. Wenn ein Nein herauskommt, können Sie ganz sicher sein, dass dieses Nein stimmt. Ja. Irgendwas muss da falsch gelaufen sein. Also es ist auf jeden Fall ein Grund, erstmal dem signierten Dokument nicht zu glauben. Wenn ein Ja herauskommt, dann gibt es eine astronomisch kleine, also eigentlich nicht mehr existente, aber theoretisch immer noch vorhandene Restunsicherheit, dass das Ergebnis ein Ja ist, ja, die Signatur ist echt, dass sie doch nicht echt ist. Aber wie gesagt, dieses Restrisiko ist so gering, dass man sich da, glaube ich, drauf verlassen kann, wenn das Ergebnis ist, dass die Signatur Ja ist. Es sei denn, es findet jemand einen Weg, das gezielt auszunutzen. Das ist natürlich nicht von vornherein ausgeschlossen. Aber solange da niemand einen raffinierten Weg findet, das
diese Lücke auszunutzen, kann man davon ausgehen, rein zufällig ist es eigentlich praktisch, theoretisch nicht, aber praktisch unmöglich, dass eine als echt erkannte Signatur doch nicht echt ist. So, wovon reden wir also allgemein? Wir haben ein Entscheidungsproblem. Ja? Die Frage bei der IBAN oder bei der ISBN ist die Frage, ist die Datenübermittlung korrekt gewesen, ja oder nein? Entscheidungsproblem, ein Bit als Ergebnis. Beim Beispiel elektronische Signatur war die Entscheidungsfrage, ist die Signatur echt oder ist sie nicht echt? Stammt das Dokument, das so elektronisch signiert worden ist, tatsächlich von demjenigen, von dem sie stammen soll oder nicht? Also, wir haben zwei Beispiele nochmal gesehen für das Entscheidungsproblem und für das, was wir hier haben wollen, was wir hier brauchen. Wir haben eine zusätzliche Datensequenz. Ein paar Bits, natürlich in unserem binären System, können Sie natürlich auch als Dezimalzahlen ansehen, beispielsweise bei der Checksumme für die IBAN. Also Sie sehen das immer als Dezimalzahlen, ist natürlich intern als Bit kodiert. Und gehen wir mal weiter. Und Sie haben einen Prüfalgorithmus, also bei der Checksumme eben den Algorithmus, der nochmal die Checksumme berechnet und dieses Ergebnis dann vergleicht mit der übermittelten Checksumme und dann eben Ja rausgibt, wenn die beiden gleich sind und sonst Nein. Oder bei dem anderen Thema, was wir hatten, Signatur, elektronische Signatur, der Prüfalgorithmus sagt eben Ihnen dann, ja, die Signatur ist echt, nein, sie ist nicht echt. So, da geben Sie den Input rein. Und Sie geben diese Datensequenz rein, diese Checksumme, diesen öffentlichen Schlüssel. Und der bestätigt Ihnen dann, dass das tatsächlich ein Ja-Input ist. Wir sind hier sogar etwas bescheidener als bei dem Beispiel mit Checksumme und öffentlichem Schlüssel. Also da kriegen Sie immer eine solche Datensequenz. Hier fordern wir nur, dass eine solche Datensequenz für jeden Ja-Input existiert. Wir fordern nicht, dass die Datensequenz auch für jeden Nein-Input existiert. Aber ansonsten ist es alles dasselbe. Denken Sie bei diesen Zertifikaten ruhig immer auch an diese beiden Beispiele, Checksumme und elektronische Signatur. Die kommen von den Themen, die Sie ansonsten aus der Informatik kennen, kommen die beiden, denke ich, der Denkweise hier am nächsten. So, diese beiden Beispiele hatten wir. So, was ist jetzt hier? Unsere Entscheidungsprobleme, die wir hier betrachten, sind ja anderer Natur. Unsere Entscheidungsprobleme sind nicht eine Checksumme berechnen oder eine Signatur als echt oder unecht erkennen. Unsere Entscheidungsprobleme sind eher von der Form abgeleitet aus einem Optimierungsproblem oder aus einem Konstruktionsproblem. Und da haben wir typischerweise, nicht in jeder Situation, aber in den Situationen, in denen wir hier betrachten und in den meisten Situationen darüber hinaus, haben wir typischerweise, dass die zulässige Lösung schon ein Zertifikat ist. Das schauen wir uns mal beim TSP an. Was ist ein Zertifikat für ein Ja? Was ist ein Ja-Input? Ein Ja-Input ist, Sie haben erstmal einen Input vom TSP, Punkte in der Ebene, Städte in Deutschland beispielsweise oder in Europa oder sonst wo auf der Welt oder auch auf einem Ebenenwerkstück, Punkte, die ein Roboterarm für Schweißarbeiten oder Lötarbeiten anfahren muss oder ähnliches. Und dann natürlich auch eine möglichst kurze Rundtour haben will. Wir haben diesen Input, die Punkte, die angefahren werden soll, und zusätzlich noch die Schranke, was ich vorhin sagte, nicht mehr als 1000 Kilometer will ich fahren. Oder bei so einem Roboterarm, die Gesamtzeit soll nicht mehr als 10 Sekunden betragen oder so etwas. Ja? Das ist der zusätzliche Input.
Jetzt kommt noch der interessante Punkt dabei, wenn Sie so eine Problemstellung haben, dann können Sie die Lösungen, die zulässigen Lösungen, die rauskommen können, die Rundtouren auf verschiedene Art und Weisen, kodieren. Das ist nicht festgelegt. Ich hab Ihnen fürs TSP nur ein einziges Bild gezeigt, mit den Punkten und mit der Rundtour auf den Punkten. Ich habe überhaupt nichts dazu gesagt, wie man überhaupt die Lösung, die Rundtour kodiert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja? Je nachdem, wie Ihr Algorithmus läuft, mag die eine oder die andere Kodierung praktischer sein. Also die eine Kodierung oder die andere Kodierung herauszubekommen. Sie können zum Beispiel diese Rundtour kodieren schlicht und einfach als eine Permutation der Eingabepunkte. Ja, was Ihnen sagt, in welcher Reihenfolge werden die Städte abgeklappert. Ja, Sie sagen, ich fange in Darmstadt an, dann fahre ich nach Frankfurt, dann fahre ich nach Berlin, dann nach Hamburg, dann nach Köln, dann runter nach Stuttgart, München und komme wieder nach Darmstadt. Eine Permutation, eine Reihenfolge dieser Städte. Hallo, können Sie schon aufbauen und ich kann noch weiterreden, oder? Okay, versuchen Sie so weit wie möglich und wenn es nicht mehr weitergeht. Also Sie sehen, Prioritätensetzung, EM-Spiel ist wichtiger als asymptotische Komplexität. Der eine verdrängt den anderen. So, aber wir reden vielleicht noch ein paar Minuten. Also ich habe mich bereit erklärt, die Vorlesung früher zu schließen, weil abzusehen ist, dass jetzt in nicht allzu ferner Zukunft ein gewisser Andrang in diesen Raum sein wird, der es uns unmöglich machen wird, die Vorlesung wirklich bis zum geplanten Ende durchzuziehen. Also es macht gar keinen Sinn, ich habe mich geschlagen gegeben. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne. Also egal, ob Sie dann hinterher hier drin bleiben oder nicht. Aber so wie ich das gesehen habe, jetzt auf dem Weg hierher, hat sich das Wetter auch wieder ein bisschen gefangen. Also selbst wenn Sie jetzt nicht das EM-Spiel hier sehen wollen, kann es durchaus Vorteile für Sie haben, dass ich die Vorlesung dann früher beschließe. So, wenn die Lösungen als Permutation kodiert sind, dass einfach gesagt wird, erst die Stadt, dann die Stadt, dann die Stadt, dann die Stadt und am Ende wieder zur ersten Stadt zurück, dann ist es ganz einfach zu prüfen, ob das eine zulässige Lösung ist. Sie zählen einfach durch, gehen einfach durch die Permutation durch und prüfen, ob es eine Permutation wirklich ist, ob jede der Eingabestädte vorkommt und auch nur einmal vorkommt, nicht zweimal oder öfters. Also, dass Sie nicht zweimal an Frankfurt anlaufen oder solche Scherze, aber auch immer Frankfurt nicht vergessen. Sie können aber auch beispielsweise Lösungen beim TSP ganz anders kodieren, nämlich als eine Auswahl von möglichen Kanten, so wie ich es gezeichnet habe, von A nach B. Wenn B unmittelbar auf A folgt in der Rundtour, dann haben wir da eine Kante von A nach B in der Rundtour. Auch das lässt sich einfach prüfen, ob das eine zulässige Lösung ist. Nämlich, dass Sie zunächst mal gucken, eine Voraussetzung ist natürlich, dass eine Auswahl von Kanten eine zulässige Lösung ist, ist, dass Sie für jeden Knoten genau eine reingehende, genau eine rausgehende Kante haben. Und die zweite ist, dass Sie in genau so viel, so wenn n die Anzahl der Punkte ist, dass Sie in genau n Schritten vom Start wieder zum Start zurückkommen. Warum in genau n Schritten? Ich glaube, damit beschließen wir das für heute. Nochmal mit ein bisschen Anschaulichkeit. Warum in genau n Schritten zurück zum Start? Also, wenn wir nur die erste Bedingung hier haben, dass genau eine Kante in jeden Knoten und aus jedem Knoten raus zeigt, dann kann immer noch sowas rauskommen. Ja, irgendwas, was in Subtouren zerfällt, aber keine Rundtour ist.
wenn ich jetzt von irgendwoher losgehe, ein Schritt, zwei Schritte, dann bin ich nach drei Schritten wieder da. Oder wenn ich von hier aus losgehe, bin ich in vier Schritten da. Wenn ich hingegen N Schritte, so viele wie es Punkte gibt, brauche, um loszulaufen und wieder zum Anfangspunkt zurückzukommen, dann weiß ich, das ist eine Rundtour. Und wenn ich weniger als N Schritte brauche, dann weiß ich, das Ganze ist zerfallen in solche einzelnen Subtouren. So, ich denke, das ist auch eine gute Zäsur. An dieser Stelle sollte ich tatsächlich Schluss machen, weil der nächste Gedankengang, glaube ich, nicht mehr gut geeignet ist für das Ende einer anderthalbstündigen Vorlesung, sondern besser geeignet ist für den Anfang einer anderthalbstündigen Vorlesung, wo Sie noch 8.10 Uhr morgens so richtig frisch sind, richtig hohen Koffeinpegel haben oder wie auch immer. Da möchte ich mich für heute bei Ihnen bedanken und wünsche noch einen schönen Tag mit oder ohne EM-Spiel.